Wir sind zurück bei Let's Ride und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Tja, jetzt drücke ich auch mal die Starttaste und ich habe nämlich gerade die ganze Zeit mit mir selber gequatscht, habe dann aufgenommen und habe festgestellt, ja toll, das Mikro läuft ja gar nicht. Tja, dann machen wir jetzt mal die dritte Aufnahme. Also, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es wie immer darum, wir können eine Ducati oder eine KTM gewinnen. Und soweit ist erstmal noch gar nichts weiter passiert. Außer, dass ihr seht, dass das Bild schon wieder kaputt ist und wahrscheinlich unser Spielstand total im Eimer ist. Ich hoffe, dass er sich nicht irgendwann in Luft auflöst. Die beiden Maschinen habe ich mir schon gekauft. Die kann man nicht tun, außer ein Ölwechsel, egal bei welcher. Das heißt also, ihr seht, wir müssen uns auf die Werte verlassen und die geben sich wirklich nichts. Darum habe ich mich entschlossen, geben wir mal der BMW eine Chance. Tja, dann bin ich mal gespannt, ob jetzt alles soweit klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß nur eins, es wird ein äußerst hartes Rennen. Mit einem komplett ungetunten Motorrad mal wieder vorne mit da wegzufahren. Das erinnert mich ja dann an die Anfänge von diesem Let's Play. Denn ihr seht schon, so schnell fahren wir jetzt auch nicht weg. Und wie ihr noch mehr seht ist, ich muss richtig spät bremsen, Alter. Und vor allen Dingen, das wird eine harte Nummer. Denn der Computer kann noch später bremsen als wir. Ihr seht, die Kawasaki fährt uns schon hinten rein. Das heißt, ich muss auf jeden Fall in den Kurven gut sein und auf der Geraden, seht ihr, kann ich nicht so viel wegfahren. Wird auf jeden Fall eine sehr interessante Angelegenheit, dieses Trophy-Rennen. Vor allen Dingen, ich habe schon Gewichtsverlagerung gemacht. Alter, ich bremse, kannst vergessen, Alter. Kannst du so vergessen. Ich mache schon übelst Gewichtsverlagerung nach hinten und trotzdem, Alter, guckt euch mal an, wie das sich das Motorrad aufbäumt, Alter. Tja, das ist eine BMW, ne? Was willst du mehr? Volle Traktionskontrolle ist an, trotzdem fahren sie uns hier weg. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall kurvenmäßig zeigen, dass wir der Hengst auf dieser Rennbahn sind. Aber die rammen sich auch ganz schön hier. Galatti, Alter. So, vor allen Dingen, da wir nur drei Rewinds haben, wird das auf jeden Fall eine sehr miese Angelegenheit. Aber es ist doch krass, was der Unterschied zwischen Elite-Trophäe Rennen 6 ist und Elite-Trophäen Rennen 7 ist. Schon mal ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn ich das so sagen darf. So, und jetzt fahren wir in der Kurve erstmal ordentlich weg. Ah, mit Schikane. Alles klar, alles klar, alles klar. So. Alles klärchen, so. Ah, nimmt noch alles auf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Tja, die Jungs kommen auf jeden Fall ran, wenn wir am Bremsen sind. Das heißt, wir müssen das Bremsen auf das Minimalste reduzieren. Das heißt, nur in gewissen Bereichen. Das heißt, wir dürfen noch nicht zu oft aufs Maul fliegen. Und wir müssen jede Kurve effektiv nehmen, wie wir sie am effektivsten nehmen können. Ja. Wow. Ja, das ist nicht sehr schlau, Junge, wenn du das so machst. Schon haben wir nur noch einen Rewind. Ah, guck mal, das lädt sich auf oder so, sehe ich gerade. Jetzt ist es noch durchsichtig. Mal gucken, wann es wieder sichtbar wird. Jetzt wird es wieder sichtbar. Ah, ist mir in all den Folgen noch gar nicht aufgefallen. So, wir sind jetzt mal richtig schön weit weggefahren. Schauen wir mal, wir fahren durch. Ich hoffe mal, wir haben so 3 Sekunden mindestens gemacht. Jo, 3 Sekunden. Oh, brems, Junge! Ja, aber da seht ihr auf jeden Fall, die Kurvenhilfe ist momentan auf jeden Fall keine Hilfe für uns. Denn sie sagt uns falsche Telemetriewerte. Sie sagt uns nämlich an, ist nicht, Junge, du musst hier früher bremsen. Stimmt gar nicht, ich kann viel später bremsen. Nee, du fährst nicht in den richtigen Winkel. Falsch, ich kann im richtigen Winkel fahren. Tja. Also angeschissen. Wir müssen hier erstmal so durch. So, 5,7 Sekunden haben wir schon mal ausgeholt. Obwohl die Jungs uns ganz schön einholen. Die Gewichtsverteilung ist echt krass, wie ich das machen muss hier, dass wir schön mit beiden Rädern bremsen und nicht nur mit dem Vorderrad. Ist auf jeden Fall schon mal eine krasse Sache. Aber ich glaube nicht, dass ich damit nicht fertig werde. Ich überlege auch gleich eventuell sogar noch Supersport zu unterbrechen und einfach das zweite Elite-Rennen zu machen.
Allerdings sind da nicht mehr genug Folgen übrig, aber na gut, das ist was anderes. Folgen sind immer genug da. Uns können ja schließlich nur das, die Rennstrecken und Events ausgeben. Alles klärchen, so. Ich hoffe mal, wir können auf 5,7 sind wir jetzt noch ein bisschen aufgeblieben. Wäre eine schöne Sache. Aber ich muss sagen, die Jungs hängen echt gut dran. Dafür, dass die Maschinen wirklich gleich sind, kann ich nur sagen, Hut ab, wie der Computer hier bei Semipro auf jeden Fall mithalten kann, wenn wir mit einer komplett gleichwertigen Maschine fahren. Aber ich kann auch sagen, vielleicht bin ich auch ein bisschen verwöhnt von der Super Duke. Denn ich habe schon gemerkt bei der Augusta, dass da auf jeden Fall auch ein bisschen schon mein Limit erreicht ist. Und wir haben sowas selber um 2,4 Sekunden verbessert. Bin ich immer gespannt, was mir jetzt der Zwischenzähler sagt. 8,9. Nicht schlecht. Jo, 2,7. So. Jetzt wieder aufpassen, dass ich nicht die Gewichtsverteilung habe. Okay, ich kann das Ding hier locker mit 140 nehmen, 130 nehmen. Könnte sogar noch vielleicht mit 150 nehmen, aber jetzt zeigt mir noch an, ich bin im roten Bereich. Und das ist halt diese Verfälschung, wovon ich rede. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der BMW liegt oder ob das einfach an der... Wow. An der Fahrzeugklasse liegt. Aber was mich viel mehr erschreckt, ist, dass unsere Traktion nachlässt und unsere Haftung auf dem Hinterreifen, wenn wir mit 170 Sachen voll in der Kurve sind und uns reinlehnen. Eigentlich dürfte uns die Fliehkraft nicht so in den Rücken fallen. Aber naja. Was nicht ist, kann ja noch werden. So. Junge, Junge, Junge. Eins muss man der Maschine natürlich lassen. Das ist hier eine Rennmaschine mit Straßenzulassung. Das Ding geht mal richtig ab. In der Beschreibung dieser Maschine, die ich noch nicht kannte, stand auf jeden Fall drin, dass die Ingenieure von BMW mit Milestone zusammengearbeitet haben, um dieses Maschine hier zu entwickeln. Kann ich mir nicht so vorstellen. Ich glaube nämlich nicht, also die HP4, die gibt es auf jeden Fall in echt, die Maschine, habe ich schon nachgeguckt. Nur halt diese Edition jetzt hier, die gibt es so nicht. Wahrscheinlich kann man sie deswegen auch nicht tunen, weil diese Maschine schon sozusagen zum optimalsten getunt ist. So wie wir unsere Maschinen schon hinbauen. Und das Schöne ist dadurch auch, dass der Computer endlich mal mit komplett gleichwertig getunten Fahrrädern schon hinter uns herfährt. Boah, ich bin schon wieder fast dahinter mitgerutscht. Boah. So, ganz ehrlich, wäre mir persönlich viel zu stressig, wenn es diese Maschine so in echt gäbe. Das wäre nichts für mich. Wenn ich so ein störrisches Fahrzeug fahren will, dann fahre ich doch lieber ein 4-Räder als statt einen 2-Räder. Sprich Auto. So, aber das ist jetzt völlig egal. Wir haben die Trophäe gewonnen. Wenn jetzt nicht noch die Konsole stehen bleibt, haben wir es auf jeden Fall gewonnen. Katschau! Da haben wir es geschafft, Alter. Mit auf einer BMW den Sieg geholt. Wer hätte das gedacht, dass ich das jemals mache? Hey, Zonka haben wir freigeschaltet. Hey, nicht schlecht, Alter. Zweirad-Hölle. Ja, war auf jeden Fall ein Krampf. War auf jeden Fall ein guter Krampf. Was ist denn das hier? Ah, ein Ducati. Sind viele Ducatis mitgefahren. Sehr, sehr schön. Jo, Ducati oder KTM. Ich glaube, da fällt die Wahl ganz, ganz einfach. Wir nehmen die KTM. Oder? Ja, guckt euch das an. Das ist ein Unterschied, das kann man gar nicht sagen. Aber es ist auch geil, dass es ein pre-modern Superbike ist. Von Ducati. Gefällt mir. Aber die ist einfach überall besser. Na gut, sie ist jetzt... okay, das ist auch von 2008. Die Ducati habe ich nicht gesehen. Und naja, mal gucken. KTM, wenn sie so gut ist wie die Super Duke, dann habe ich mich richtig entschieden. Wenn nicht, dann nicht. Tja. Und dann würde ich mal sagen, ach komm, machen wir heute mal nur Elite-Rennen. Kann man ja auch mal machen, ne? So, eine Bimoto und eine Suzuki stehen zur Wahl. Ist auf jeden Fall ein Einzelrennen auf Wales. 250.000 stehen zur Auswahl. Ich will mal wissen, wie ich die anpassen kann. Ich wette aber wieder nur, dass es wieder der Ölwechsel ist. Ja. Ja, 0,4 PS geht zu höher. Braucht kein Mensch.
Tja, wir konnten sie nicht gucken, wir mussten sie freischalten. Also muss sie schon was Besonderes sein. Ich würde sie auch gerne nehmen. Wenn ich mir so die Werte angucke, aber ist sie überall schlechter. Vor allem Bremskraft. PS-Zahl ist auch niedriger. Aber ach, weil es auch eine Zweizylinder ist. Eine Zweizylinder mit 1,2 Liter. Und das sind vier Zylinder mit einem Liter. Ach komm, nehmen wir sie mal. Was kann schon passieren, außer dass wir nicht den ersten machen? Tja, bin ich ja mal echt gespannt. So, nehmen wir mal mit. Und ihr seht auch wieder, das ist auch wieder eine reine Rennmaschine. Keine Straßenzulassung. Dann wollen wir mal sehen. Okay, sie hat auf jeden Fall schon mal den Charakter der Super Duke. Muller, Junge. So, ihr seht, es sind jetzt auf jeden Fall sehr viele Geraden auf dieser Strecke, aber ich will mal zeigen, ob die Bremskraft auf jeden Fall reicht für diese Maschine. Okay, wir werden auf jeden Fall nach hinten durchgereicht, das ist schon mal schlecht. Hallo, was war denn das, Alter? Na gut, ich bin den reingerutscht. Mein Fehler, okay. Sorry, Williams. So, tritt mal hinweg. Sieht doch gut aus. Sato, Oliveira. Es sind auf jeden Fall wieder ordentliche Kaliber dabei, die uns nass machen. Vielleicht hätten wir doch die BMW nehmen sollen. Die hat auf jeden Fall weitaus bessere Werte für diese Strecke. So, aber die Kurvenwerte, da sind wir besser. Hätte ich auch. Oh. Ja, natürlich. War so klar. So. Kawasaki und die Ducati jagen uns, Alter. Müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal zeigen, dass wir es wert sind, diese KTM zu fahren. Und ganz ehrlich, ich gewinne lieber die Elite-Trophäe 8 mit einer KTM als mit einer BMW. Ich würde es natürlich auch viel lieber mit der Ninja gewinnen, aber allerdings weiß ich nicht, ob die Ninja überhaupt noch fahrbereit ist mit ihrem verbackten Mist. Warum lassen wir das Ganze? Oh, so, gerade nochmal hier geguckt, ob er noch aufnimmt. Sah nämlich gerade nicht so aus, war kein einziger Balken zu sehen. Aber nimmt er noch, okay. Schade, dass es da oben nicht nur gerade hoch geht. Wäre natürlich auch noch eine schöne Variante, wo es da lang gehen könnte. Aber naja, dann wäre das hier auf jeden Fall kein Rundkurs. Läuft aber erstmal soweit so gut. Boah, wie wir bremsen müssen. Ich lehne mich schon übelst dahin und trotzdem ist die Bremskraft so krass bei der Maschine, dass unser Hinterrad einfach mal abhebt. Hart. Echt hart. Die hängen uns gut dran. 1,9 und sie kommen näher. Das heißt, ich muss jetzt wieder in den Kurven ordentlich mal wieder zeigen, wo der Schuss, Alter. Wo der Hammer hängt. Wofür wir hier schon mal vom Gas. So. Alles klar, das haben wir. Boah, was für ein Radius, Alter. Na gut, wir haben auch eine ganz schöne Maschine, Alter. Krass, Alter. 160 im dritten Gang und das Ding will immer noch nach oben reißen. Krasser Shit, Alter. Krasser Shit. Was war das denn? Setz mich bloß wieder in den Sattel, Alter. Tja, da habe ich wohl ein bisschen zu stark in der Kurve wieder gebremst. Böser Hawk, sollst du doch nicht. Nicht in der Kurve bremsen. So. Haben wir uns mal selber hinter die Löffel geschrieben. So, wir haben uns aber trotz aufs Mauling haben wir uns nochmal um 0,7 Sekunden verbessert. Auch interessant. Ne, 2,3 ist Nagi hinter uns. Die alte Ratte. Keine Zeitstrafe, sehr gut. Ja, das ist, wow, das ist echt hart hier, die Strecke. Das muss man denen echt mal lassen. So, okay, wir sind auf jeden Fall langsamer. 2,4, ne? Wir können gerade mal 0,5 noch rausholen. Das heißt, wir haben auch nicht sehr viel Spielraum nach oben. Boah. So, und endlich sind wir auf der Start und Ziel. Das ist eine ganz schön lange Start und Ziel, wenn wir mal so sind.
1,9, okay, er ist rangekommen. Ah, zum Glück ist diese gerade nicht zu lang, sonst hätten wir echt wirklich Probleme. Läuft aber ganz gut, läuft ganz gut. Schön entspannt. Ah, Oliveira hat Nagi überholt. Unser Vorteil, deren Pech. So, jetzt sind wir hier wieder maulen, so wie eben. Da bin ich mal großzügig außen rum gefahren. Ich hoffe mal, dass es einigermaßen noch reicht, dass wir sie hinter uns lassen können. Mal schauen, vielleicht klappt sie auch so. So, da ist erstmal der Zeitmesser. Das sieht aber hier schon mal gut aus. Das sieht auch schon mal sehr gut aus. 4,8. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr wohl, Commander. Da haben wir endlich mal die Kurve perfekt genommen, ohne dabei über einen Acker zu fahren. Mit dem fetten Reifen da drauf könnte man locker erstmal einen Graben ziehen. Schöne Furche und zum Einen und Bauen. So, wir haben uns immer um 3,2 Sekunden verbessert, nicht schlecht. Da ist eigentlich die andere Start und Ziel, aber jetzt fahren wir erstmal. Oh, Alter, 6,3. Da haben wir aber ordentlich mal Gummi gegeben. Diese einmal perfekt eine Ecke nehmen und schon fährst du den Gegner davon. Warum? Lernt eure Maschine kennen, denn dann werdet ihr jetzt genau das sehen. Genau, den ersten. Und wir haben sogar noch die Zeit nochmal geschlagen. So, dann müsste es eigentlich eine Trophäe für uns geben. Da ist sie! Die Welt gehört dir, aber auch mir. Wie Donnerhall. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Tja, aber... Ach ja... Eine Suzuki und eine Honda. Ne, eine Bimoto. Stimmt ja, eine Bimoto. Hier sehe ich mal wieder. Ich glaube, wir nehmen mal die Suzuki. Schönes Ding. Tja, da haben wir ja mal einiges heute gerissen. Und ich würde mal sagen, dann können wir ja morgen weitermachen. Genau. Dann werden wir uns nämlich hier mit den Asiaten begnügen. Das wollten wir eigentlich nämlich heute machen. Habe ich nämlich voll verpeilt. Verzeiht das bitte. Aber in diesem Sinne, macht doch bitte was Sinnvolles, denn wir sind leider am Ende der Folge. Entweder schaut euch noch ein paar andere Folgen an bei mir oder wechselt einfach den Kanal. Ist ganz euch überlassen. Wir sehen uns morgen.